Ein herzerfrischendes Moin Moin. Und willkommen zurück bei Mad Games Tycoon 2 mit eurem Hannibal. Oh, interaktiver Film. Oh. So. Mal gucken. Ist da was? Nö. So, was noch? Kostenpflichtiges Add-on können wir nicht entwickeln. Wir entwickeln Fortsetzung. Spin-off von Ghost World. War of Ghost World. So. Da möchte ich jetzt ein Aufbauspiel entwickeln. Ja. So. Geister bleibt das Hauptthema. So, Fantasy, Aufbauspiel, Untergenre, da können wir gerne so Wirtschaftssimulationen. Ja, das ist mal ganz was Neues. Da können wir die Engine können wir ja nehmen, so ist ja nicht. So, für Macintosh. Vielleicht gibt es ja auch neue Dev-Kits. Ja. So, nach Technologiestufe. Ja. Juni Gum Station. So. Ah, da können wir für Suni können wir entwickeln. So. Game Eye 3. So. Secure Disk Version 2. So. So. Wir haben jetzt hier ein Aufbauspiel. Das ist schon wieder ein bisschen was anderes, ne? Ja, muss die Spiellänge und Spieltiefe. Die sind wichtig. Man muss ja, Zugänglichkeit, ja. Innovation, auch gut. Ja, Story ist da nicht so wichtig und der Charakterdesign ist jetzt auch nicht wichtig unbedingt dabei. Leveldesign ist auch relativ wumpe und ja. Missionsdesign lassen wir auch mal außen vor, ne? Ja. Na, ist schon was anderes. Ja, und ja. Bin ich da schon ein bisschen mehr Core-Gamer. Ja. Beigabe muss natürlich relativ niedrig sein. Ja. Also ab 12 ist in Ordnung. Bisschen einfacher. Nicht zu schwierig, aber auch nicht zu einfach. Das ist das Gameplay. Ja, hier sind ein bisschen Grafik und Sound ein bisschen wichtiger. So. So. Alle geeigneten Features. So. Oh, war das mal. Modern Controller Support. So, dann wollen wir das mal. Super. Dann lassen wir das erstmal. Dann müssen wir jetzt einfach den Modern Controller Support. Ja.
Den haben wir doch. Oder nicht? So. Ja. Was war das denn jetzt für ein Blödsinn? Spiel entwickeln. Spin-off. Ghost World. Ja. So. Aufbauspiel. Ja, das ist jetzt. War of Ghost World. So. Und Wirtschaftssimulation. Geister und Unterthema war Fantasy, ne? Ja, Fantasy. So. Unsere Engine. So. Und die Sony Gum Station, haben wir ja gesagt, ne? So. So. Ja. Und da haben wir gesagt, Spiellänge ist entscheidend, Spieltiefe ist entscheidend. Ja, die Zugänglichkeit nicht so und die Innovation auch nicht. Story ist auch relativ unwichtig und Charakterdesign auch. Ja. So. Ach so, Innovation. Ist auch wichtiger. So. Ach so, die Zugänglichkeit. Ja. Also das Level-Design doch wichtiger. Missionsdesign war doch unwichtig. Unwichtiger. So. Das ist mehr Core-Gamer. Ja. Ab 12. Etwas einfacher. 30, 20, 20. 30. Hat mir ja gesagt, ne? So. So und so. So. Ja, Minispiele möchte ich aber auch drin haben. Multiple End möchte ich drin haben. So, jetzt passt es doch. Ja, großer Messestand, ist klar. Ghost World 6 ist in Entwicklung. So. Ja, geht doch. Wollte ja gerade mal sagen. So. Ah, irgendwas geht hier immer schief, ne? Marktforschung, neue Marktforschung durchführen. Ja. Vielleicht sind wir ja mal ausnahmsweise mal im Markt, ne? Ja. Wäre mal was Tolles. So. Hier machen wir auch mal den Preissenkung. So. Mit Complete Bundle setzen wir runter. So. So. Ja. Marktforschung. Echtzeitstrategie ist demnächst unbeliebt. Sony Gun Station. War doch gut.
Ja, der Macintosh interessiert eigentlich keine Sau, den nehmen wir immer trotzdem mit. So. Oh, noch eine Demo veröffentlichen. Ja. Ja, vielleicht bringt ja noch mal was. Ja, so. Ghost World Complete ist jetzt wieder vom Markt. So. Und Ghost World 6, das muss schon richtig, richtig reinhauen. So. So. Jetzt entwickelt endlich mal der Echtzeitstrategie. Will ich schon lange haben. Geht ja gar nicht hier. So. So. Ghost World 6. Version für die Presse. So, das ist auch wichtig. Ja, das soll ja schon mal ein bisschen was raushauen. Ja, plus 3% schon mal für die Endwertung, ist auch schon mal gut. Ja. So. Die Hannibal Game Studios sind halt noch fleißig, fleißig klein. Ja. So. Das dauert hier am längsten. Ja, ist alles schon auf dem neuesten Stand, okay. Ach ja, Game Mad Games Tycoon 2. Ist schon lustig. Das Spiel macht schon Spaß, das ist schon toll und super lustig. Ja. Wenn man da einfach mal irgendwie guckt, dass man was raushaut. Ja. So, werden dann irgendwann, wenn wir auch noch mehrere von diesen Büros hier brauchen, alleine um dafür zu sorgen, so. So. Ja. Die 4DO ist vom Platz. Ja, ist ja klar. Es sind so einige Konsolen wahrscheinlich schon lange vom Markt hier. Ne? Wir haben jetzt 96. Ja, seit der Games Day, der PlayStation. Game Station, sag ich schon. Ja. Ja. Ist halt noch eine kleine IP, ne? Ghost World 6 wird jetzt schon ein richtig großes Spiel. Teuerstes Spiel überhaupt. Seit langem. Nehmen wir mal die Automatik aus. So, Arbeitsmarkt. Machen wir nochmal eine Bürokraft. Ja. So. Kann sich selber hochleveln. So. Wie sieht's hier aus? So. Jo. Jetzt haben wir hier schon mal die besten Programmierer überhaupt. Dann können wir die da auch austauschen. Also erstmal machen wir hier den Austausch. Unsere Aufstockung und Austausch. Wenn man das kleine Team auch schon mal ein bisschen weit weiter ist. Ja. So, bevor dann die Post-Production und so weiter beginnt, ne? Ach, herrlich. Ja, ist schon lustig.
Und man ist einfach immer herausgefordert, weil wir sind noch nicht an den Punkt gekommen und das wird auch noch ein bisschen dauern, bevor wir hier Hardware und so weiter machen. Ja, dass wir auch so viel Geld verdienen, dass wir das ohne Probleme leisten können. Ja. Ja, wir müssen erstmal mit dem Zahn der Zeit gehen. So, das Spiel hat jetzt nicht mehr weiterverkauft, das ist jetzt ausverkauft. Ja. Ja. Da brauchen wir noch gar keine Werbekampagne starten. Ja, da sind wir noch lange entfernt. So, eine Beta-Demo kann man aber schon mal veröffentlichen. Wir sind zwar am letzten Zügen. Ja, großartig. Wir haben zwei tolle Spiele für euch in Entwicklung und wir wollen euch das zeigen. Ja, wir hoffen euch, dass es euch gefällt, was als nächstes auf den Markt kommt. Ja. So. Ja. Achso, war ja. So, starte Trainingskurs. Haben wir für Profis. Lass mal Dauerlaufen. Ja, also da haben wir auf jeden Fall in der Forschungsabteilung haben wir noch genug zu tun. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann so läuft, wenn dann die Leute auch fertig ausgebildet sind, ob das dann auch sehr viel... Ich glaube, das hilft schon was, ne? Bei der Zeit alleine, die was brauchen. So. Ja, 9 Millionen. Also wird 10 Millionen oder 11 Millionen kosten das Spiel in der Entwicklung. Goti Edition. Ja. New Gothic World Complete Edition. So. So, die bringen wir dann mal auf den Markt. So, Spiel produzieren. So. Und hier macht jetzt mal Produktionsauftrag. Können wir mal produzieren. Marktforschung. Ja, der heiße Scheiß der Zukunft. Ja, das fehlt noch. Ja. So. Ja, und hier ist ja auch noch nicht viel getan, ne? Ja, das wird ja noch dauern. Boah, bis da, dass alles fertig ist. Ja. Welcher Exklusivvertrag? Schief. So. Publisher.
Entwickler. So. Alles Gute hat irgendwann mal sein Ende. Ja. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Und ich sag einfach mal, bis demnächst, euer Hannibal. Ciao.